So, willkommen zu unserer Mittwochsauszeit. Wir suchen uns wieder eine Position, die heute für uns perfekt erscheint. Unperfekt, perfekt. Denn das wird auch heute unser Thema sein. Perfekt, unperfekt. Suche dir also eine Position, in der du die nächsten 30 Minuten auf gute Weise verbringen kannst, die dich nicht so sehr stresst, aber die dich dennoch auch in eine innere Aufrichtung, in eine innere Ausrichtung und Achtsamkeit versetzt. Wenn du also eine sitzende Position wählst, achte darauf, dass du leicht deinen Scheitelpunkt in die Höhe richtest, dass du eine innere Aufrichtung erfährst und auch erinnere dich genau an die Strecke, die zwischen Steißbein und Scheitelpunkt liegt. Auch wenn du liegst, kannst du diese Ausrichtung vom Steißbein bis zum Scheitelpunkt wahrnehmen und dich so innerlich ausrichten. Und so gehst du in deine Position, in deine Auszeit. Lass die Gedanken des Tages fallen. All das, was heute geschehen ist, die Ereignisse des Tages. Vielleicht auch die Ereignisse der letzten Tage der vergangenen Woche liegen in der Vergangenheit. Wir können buchstäblich nichts mehr tun und dürfen jetzt ankommen. Und damit uns das leichter gelingt, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Atmung. Und dabei nur beobachten, wie es dich atmet, wie dein Atem in dich einströmt. Beginne dabei wahrzunehmen den leichten Lufthauch an deinen Nasenflügeln, bei der Ein- wie auch bei der Ausatmung. Nimm wahr, wie es dein Brustbein hebt mit dem Einatmen und senkt mit dem Ausatmen. Auch wie sich der Bauch leicht nach vorne, nach oben, nach außen wölbt bei der Einatmung. Und wieder senkt bei der Ausatmung. Deine Zwischenrippenmuskulatur weitet sich mit jedem Atemzug. Beim Einatmen gehen die Zwischenrippen Muskeln in Aktivität und deine Rippenbögen weiten sich. Und mit dem Ausatmen lässt du los und deine Rippenbögen können wieder sinken. Einatmen, um neue Energie zu tanken. Ausatmen, um loszulassen, anzukommen. Hier und jetzt. Sage zu dir selbst: Ich bin hier
Und jetzt ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Nimm deinen gesamten Körper in die Aufmerksamkeit. Vom Scheitelpunkt darüber hinaus bis zu deinen Fußsohlen. Nimm wahr, wie der Kontakt mit dem Boden, mit dem Sitzkissen, mit der Matte oder Matratze, mit den Körperteilen, die jetzt Kontakt mit einem Gegenstand oder eben dem Boden unter dir haben, wie dieser Kontakt in Form von einem leichten Druckgefühl mit der Einatmung stärker wird. Du etwas tiefer in deine Kissen und Unterlage sinkst und wie dies mit der Ausatmung wieder abnimmt. Nimm auch den leichten Druck, die Berührung deiner Lippen, der Augenlider zueinander wahr. Und den Unterschied von den Körperteilen, wo deine Haut von der Kleidung bedeckt wird und den Stellen deines Körpers, wo die nackte Haut nur von der Luft ganz zärtlich berührt wird. Und sage noch einmal zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Schließe auch in deine Aufmerksamkeit die Körperteile mit ein, die dir vielleicht bislang ganz unbewusst waren, wie deine Ohrläppchen, die Ohrmuschel oder deine Nasenspitze. Deine Augenbrauen, wo beginnen sie und wo schließen sie ab? Deine Fingerspitzen. Und deine Zehen. Berühren sie den Stoff oder das Leder deiner Schuhe oder die Wolle deiner Strümpfe.
Oder bist du barfuß und kannst nur den Kontakt zum Boden oder zur Luft wahrnehmen? Wo immer wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, gerät es in unser Blickfeld, wird beleuchtet, tritt heraus aus dem Schatten des Unbewussten. Ebenso erscheint in unserem Bewusstsein das Perfekte, in unserem Leben das Perfekte von uns selbst und das Unperfekte. Es ist also eine bewusste oder unbewusste Wahl, ob wir uns und das Leben als perfekt oder unperfekt wahrnehmen. Wir streben so oft in unserem Leben nach Perfektion, wie immer diese sich auch für uns definiert. Und das in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. In unserem Beruf, unserem Aussehen, in unseren Beziehungen oder auch in unseren Lebensgewohnheiten. Aber braucht es diesen unermüdlichen Drang nach Perfektion? Ist er für dein Leben wirklich notwendig? Und sinnvoll. Und wenn wir in unser Leben schauen, in welchen Bereichen dient er dir wirklich? Tut er dir gut und du anerkennst seine Notwendigkeit? Und wo wäre es eine Erleichterung, ja eine Chance für dich, mehr unperfekt zu sein? In verschiedenen Bereichen wie in der Medizin und Technologie erwarten wir perfekte Ergebnisse. Damit das Leben und die Sicherheit von uns Menschen gewährleistet und geschützt wird. Fehler könnten tödlich enden. Aber in vielen anderen Bereichen jedoch ist Perfektionismus ein Hindernis und kann zur Qual und Belastung für uns werden, ja, und sogar blockieren. Wenn du jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen nächsten Atemzug richtest, und nur beobachtest, wie es dich atmet, ohne dabei zu erwarten, perfekt atmen zu müssen, erlebst du, wie der Atem ganz leicht und unbeschwert in dich einströmt
und aus dir heraus. Und selbst wenn es Mühe bereitet, weil wir vielleicht eine Erkältung haben oder eine Lungenerkrankung oder unter Heuschnupfen leiden, selbst da atmet es uns unperfekt perfekt. Einatmen, um dich mit neuem Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen. Um bei dir anzukommen. Hier und jetzt. Hast du dir schon mal überlegt, was dahinter steht? Wenn du oft sehr hart und streng mit dir selbst bist, wenn du dich zu sehr unter Druck setzt, perfekt sein zu müssen, wir wollen unsere Sache gut machen. Aber inwieweit ist das Perfekte wirklich notwendig? Wäre das Unperfekte mehr als gut genug? Bist du nicht schon großartig, so wie du bist? Einatmen, um das Leben in dich fließen zu lassen. Ausatmen, um loszulassen. Das Wunder geschehen zu lassen, deines Lebens. Wenn wir unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit nun vor allem auf unsere Fehler, auf vermeintliche Schwachstellen richten, so sehen wir logischerweise die Fehler und nur die Fehler, weil wir diese ins Licht, in unsere Aufmerksamkeit rücken. Und alles, was an uns gut genug, ja perfekt, einzigartig und großartig ist, steht im Schatten. Im Schatten des Unperfekten. Und so stellen wir so oft in unserem Leben unsere Fähigkeiten unter den Scheffel unserer Möglichkeiten. Wenn du nun also erlebst, dass du wieder nur die Fehler an dir siehst, die Mängel, den Makel, das Fehlende, das Unvollkommene und Unperfekte erkennst, dann erinnere dich daran, dass es nur deshalb so ist, weil du deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit darauf richtest. Wir sehen immer das, worauf wir unseren Blick richten. So einfach ist das. Amen.
dich mit neuem Leben und neuen Gedanken und Möglichkeiten zu füllen. Ausatmen, um anzukommen. Dich anzunehmen. Hier und jetzt. Und wir sehen das, was wir glauben. Wenn wir glauben, nicht gut genug zu sein, dann werden wir nach den Beweisen danach suchen. Wenn wir jedoch bereit sind, uns unperfekt anzunehmen und an unsere Möglichkeiten zu glauben und dass unsere Chance darin besteht, uns zu entwickeln, uns zu entfalten und dabei zu wachsen. Werden wir Meisterin und Meister unseres Lebens werden. Achte auf diesen einen Atemzug. Sage zu dir selbst, hier bin ich, wie ich bin. Hier und jetzt. Einatmen, um dich anzunehmen. Ausatmen, um dich loszulassen, wie du bist. Bedenke, wenn wir ständig darauf konzentriert sind, alles richtig zu machen, perfekt zu sein, vermeiden wir damit oft Risiken und neue Herausforderungen. Wir bleiben stehen in unserer vermeintlich sicheren Komfortzone und verpassen Chancen, in denen wir wachsen und uns weiterentwickeln. Und so in unsere Kompetenzzone hineinzuwachsen. Denn genau in unserem Unperfekten liegt unser Lern- und Entwicklungspotenzial verborgen. Einatmen, um dich daran zu erinnern, wie du unperfekt in deinem Leben eine Herausforderung angenommen hast, Mut gefasst hast und den Sprung gewagt hast in das Unbekannte, Unperfekte und daran gewachsen bist. Einatmen, um dich in die Arme zu schließen, dich anzunehmen und ausatmen, um dich in die Welt verströmen zu lassen. Unperfekt, perfekt. Folgst du deinem Wesen? Ein zwanghafter Perfektionismus entsteht oft durch ein tiefes Verlangen nach Kontrolle
und damit nach vermuteter Sicherheit. Wenn wir überperfektionistisch sind, haben wir Angst zu versagen und glauben, dass wir nur, wenn wir perfekt sind, geliebt und anerkannt werden. Und das ist Quatsch. Wir werden geliebt, nicht weil wir perfekt sind, sondern weil wir sind, wer wir sind. Die Spirale der Selbstoptimierung kann zu einem Teufelskreis für uns werden, indem wir uns überfordern und nie, nie mit uns zufrieden sein können. So sollten wir, statt uns auf perfekte Ergebnisse zu konzentrieren, auf unser inneres Wachstum ausrichten und unsere Entwicklung darauf richten, was wir nicht beherrschen, wonach es uns drängt, was uns im Leben weiterbringt. Und was mit seinen Entwicklungschancen im Äußeren nicht Perfekten liegt. So entsteht lebenslanges Lernen. Erlaube dir, Fehler zu machen. Erlaube dir, aus den Fehlern zu lernen, anstatt dich dafür zu verurteilen. Letztlich sind es genau unsere Unvollkommenheiten, die uns einzigartig machen und unsere Persönlichkeit prägen. Einatmen, um deinen ganzen Körper zu spüren, um das Leben in dich einströmen zu lassen und dich mit Leben und Lebensenergie bis in die kleinsten Zellen hinein zu füllen. Richte noch einmal deine Aufmerksamkeit auf deine Zehen und Fingerspitzen, auf deinen Scheitelpunkt, auf die Ohrmuscheln, Augenbrauen, deinen Lippen. Und schau, wie perfekt doch alles genau so, wie es ist, zu dir passt. Ich möchte dich ermutigen, in gewissen Situationen noch mehr unperfekt zu sein. Wage dich aus deiner Komfortzone heraus und probiere neue Dinge aus. Du wirst sehen, dass es sich lohnt und dass du dich dadurch weiterentwickeln wirst. Lebe lieber unperfekt. Sage noch einmal zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ich lebe lieber unperfekt, perfekt.
Dankeschön. Dankeschön. Ich wünsche einen wunderbaren Abend, einen unperfekten, perfekten Abend. Dankeschön.